So, meine Lieben, herzlich willkommen hier beim Podcast von Contemporary Brass Music. Ja, ich habe mir heute einen Gast eingeladen, und zwar den Georg Birner vom Brubber Brass Network. Hallo zusammen. Moin, Schosch. So, wir kennen uns schon ewig, aber die Leute, kennen dich natürlich nicht. Vielleicht sagst du einfach mal, was du machst und wer du bist und was denn heute das Thema überhaupt ist, über was wir sprechen wollen. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Ja, du hast schon gesagt, wir kennen uns schon sehr lang. Wir haben uns im Studium in Mainz kennengelernt. Also wir sind beide Trompeter und haben zusammen bei Malti Burber studiert. Im Moment bin ich freischaffender Musiker, Trompeter. Ich unterrichte ein bisschen in der Musikschule und spiele eigentlich die meiste Zeit in diversen klassischen Orchester oder mache auch andere freischaffende Sachen eigentlich. Zurzeit ist es halt ein bisschen schwierig. Das ist so mein Hauptgeschäft, kann man sagen. Ja, genau. Und wir haben ja letztens schon ein kleines Video veröffentlicht, ein kleines Piccolo-Duett, was hier regen Anklang gefunden hat. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Das war eher so ein kleiner Spaß, aber ich glaube, da werden wir einfach jetzt im Jahr ein bisschen mehr machen, in 21. Ich denke auch. Das hat mir auch echt Spaß gemacht. Aber das Thema, über was wir heute sprechen wollen, das habe ich am Anfang, also ich habe es dir jetzt quasi überlassen, das mal anzuteasern, aber das Thema ist ja eigentlich Studium bei Malte Burber oder Studium bei Professor Malte Burber, wie man heute ja sagen muss. Das war damals bei uns ja noch anders. Genau. Da war es halt der Malte, aber mittlerweile ist er natürlich noch viel etablierter, als das vor 20, 25 Jahren der Fall war. Und naja, wir möchten uns heute mal so ein bisschen darüber unterhalten, wie wir zu Malte gekommen sind, wie das Studium abgelaufen ist, was dabei vielleicht besonders war. Das könnte euch vielleicht noch interessieren. Und ja, und mit welchen Dingen wir uns alle auseinandersetzen mussten, damit wir irgendwie das Instrument beherrschen. Wie bist du denn zu Malte gekommen? Ja, das ist eine längere Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob du die komplett kennst. Also ich bin mit 11, 12 Jahren, Anfang der 90er Jahre, auf einen Workshop gegangen. Der war bei mir in der Nähe in Nürnberg. Nach dem Workshop bin ich mit meinem Vater heimgefahren und wir haben beide gesagt, nee. Nee, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, da gehe ich nie hin. Es war halt damals eine richtige Massenveranstaltung, waren 50 Mann bei dem Workshop. Ich war, fairerweise muss ich sagen, nur den zweiten Tag da, also da, wo alle immer vorspielen. Und da haben 50 Mann quasi versagt. So ist es halt bei uns rübergekommen, mit ein, zwei Ausnahmen. Zu denen hat er gesagt, ja, ganz okay, aber zu den meisten hat er gesagt, nee, alles Kacke. Mhm. Also zu mir war er ganz nett. Ich war auch noch irgendwie sehr jung, aber wie gesagt, das Fazit von uns beiden war, von meinem Vater und von mir, nö, da wollen wir, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Mhm. Dann kurz darauf später bin ich in einer Big Band gelandet in meinem Nachbardorf und da hat ein Trompeter gespielt, den mein Vater noch kannte von ganz früher und der hat beim Malte Burber in Köln studiert. Und der hat uns dann erklärt, worum es bei Malte eigentlich geht und dann bin ich halt da dran geblieben an der ganzen Sache und eines Tages hat mich der Kollege dann mit nach Mainz in die berühmte Fachdidaktik mitgenommen. Da war ich ungefähr 14, 15, genau weiß ich jetzt nicht mehr. Das war der Franz, oder? Genau, das war der Franz. Ah, ja. Und in der Fachdidaktik war es sehr interessant, weil das war eine ganz illustre Runde, die da beim Malte schon studiert hat. Ich weiß nicht, ob man dann die Namen nennen darf. Aber es sind einige Leute darunter, die jetzt sehr bekannt sind. Und da haben sie mich dann seziert, die Jungs. Und daraufhin hat der Malte gesagt, ja, ich bin demnächst wieder in Nürnberg bei einem Workshop. Da kommst du hin und dann besprechen wir den Rest. Ich wusste es auch nicht ganz genau, was mich da erwartet und so. Dann bin ich da nochmal zu dem Workshop hin. Und danach hat er mir und meinen Eltern gesagt, ja, ich kann ab sofort zu ihm nach Mainz in den Unterricht kommen. Mhm. Das war natürlich nicht ganz leicht, weil ich ging ja noch zur Schule und Mainz war von mir zu Hause 4 Stunden einfach mit dem Zug weg. Mhm. Und das haben wir am Anfang so geregelt, ich bin 14-tägig dann draufgefahren, immer dienstags nach der Schule bin ich dann in den Zug gestiegen und dann war ich natürlich irgendwann in der Nacht zu Hause.
Und dann kam ich dann schon irgendwann in die Kollegstufe damals noch und dann konnte man den Stundenplan so machen, dass ich ein bisschen früher fahren konnte. Und dann war ich nicht um Mitternacht zu Hause, sondern halt irgendwie dann um 10 Uhr. Aber seit meinem 15. Lebensjahr bin ich dann 14-tägig immer zum Malte gefahren. Ja, das war ja dann schon echt relativ früh, ne? Weil ich habe ihn ja erst viel später kennengelernt. Also ich glaube, dann bist du echt eine Ausnahme, wo du es quasi schon im Kindesalter auch mit den, ja, mit der ganzen Methodik irgendwie dich auseinandergesetzt hast oder zumindest mal ansatzweise auseinandergesetzt hast. Okay, und dann, wir haben uns ja quasi 98 im Studium kennengelernt und da, ich hatte das noch so in Erinnerung, dass du dann auch vorher Jungstudent warst Ich hatte bei dir aber immer so einen linearen Verlauf, habe ich bei dir immer so, also zumindest kam das damals bei mir so an. Also du warst jetzt für mich jetzt nie jemand, der jetzt in so einer Riesenkrise war, sondern das ging halt irgendwie so ständig immer bergauf. So. Ja, genau. Also ich hatte nie gravierende Probleme. Ich war nicht ungeschickt, aber ich war jetzt auch nicht bei den Top-Leuten dabei. Also ich war so um die Zeit, als ich Malte kennenlernte, bei Jugend musiziert unterwegs, auch auf Landesebene. Und da war die Konkurrenz schon sehr groß. Und ich habe es aber nicht zum Bundeswettbewerb geschafft. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, da ist mein Vater nach einem Jurygespräch zu den Juroren hingegangen und hat sie direkt angesprochen, ja, was können Sie meinem Sohn empfehlen oder kann er zu Ihnen zum Unterricht kommen? Oder was würden Sie ihm sagen? So, ja, und da hat keiner von den werten Herren reagiert. Und ja, dann sind wir halt wieder davongezogen. Und dann stand der Malte auf der Matte und hat mich dann zu sich geholt. Und das, für mich war das ein riesiger Glücksfall, weil mich ja sonst niemand mehr haben wollte. Und ich bin auch im Nachhinein froh, dass mich von denen keiner genommen hat. Ja, bei mir sah es ein bisschen anders aus. Weil ich bin ja nur zum Malte, weil ich da einen riesen Absturz hatte. Und also ich konnte ja mit 15, 16 eigentlich gar nicht mehr Trompete spielen. Und das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Podcast erzählt, aber ich war da bei verschiedenen Professoren und Lehrern aus dem Ruhrgebiet und so und die meinten alle, hey, das ist ja super, was du machst und so, aber eigentlich war das halt überhaupt nicht so und dann bin ich ja auf einen Kurs von Malte gefahren, als ich dann diesen Absturz hatte. Wie alt warst du da? Ich war da, boah, das war im, ich war 16. Das war am 3. Oktober 1994. Und ich hatte eigentlich auch überhaupt keinen Bock. Ich wurde da irgendwie hingeschleppt und er hat mich dann aber sehr schnell gekriegt. Ich dachte aber immer noch, dass ich spielen könne. Also irgendwie, gut. Und dann, wie das halt so ist, wir waren halt abends auch noch einen trinken und so. Und ich komme vom Dorf, ist halt normal, dass man mit 16 irgendwie dann auch mal blau ist, ja. Und dann... hatte mein Lehrer ihm einen Termin abgerungen in Köln an der Hochschule. Ja, ich habe hier ein tolles Talent. Können wir mal vorbeikommen und so. Vielleicht kann der bei den Jungstudenten machen. Und wir dann dahin gefahren und ich weiß noch ganz genau, das war Raum 225, 15 Uhr an einem Donnerstagnachmittag im November 1994. Ich glaube, das war der 23. November. Ich weiß nicht mehr so ganz genau. Kann auch der 22. gewesen sein. Und bin ich dann rein, nachdem ich auf diesem Kurs war, ja, und ich dachte, ich habe dann schon die Sachen geübt und so und hellauf begeistert und dachte, jetzt zeige ich ihm mal richtig, wie ich Trompete spielen kann und so. Ja, und dann hat er gesagt, ja, ich habe das Hummelkonzert vorbereitet und auch noch hier das und noch die Fantasie und noch das Bravourstück und bläblub. Dann meinte er, spiel doch mal eine F-Dur-Tonleiter. Ja, und dann bin ich bis zum D gekommen, dann hat er mich abgebrochen. Und meinte dann, die Trompete brauchen wir heute nicht mehr. ja, also ich sag mal so, das klingt jetzt natürlich witzig, aber für einen 16-Jährigen ist das natürlich überhaupt nicht witzig. Ne? Und dann hat er mich noch irgendwie einen Rhythmus nachsingen lassen und noch ein paar Akkorde und Intervalle irgendwie hören lassen und ich war aber völlig perplex und er meinte er, ja, Grundmusikalität ist vorhanden, aber du spielst auf dem Niveau von einer schlechten Feuerwehrkapelle. Also so kannst du nicht studieren. Ich gebe dir mal die Nummer von einem Studenten in Essen-Werden.
Da kannst du dann hingehen, wenn du Bock hast, machst du den Kram und dann sehen wir uns im halben Jahr wieder. Tschüss. Also wohlgemerkt, ich hatte mir den Tag freigenommen, mein Lehrer hatte sich den Tag auch freigenommen. Wir sind dann nach Köln zusammen, das waren ja für mich dann immerhin auch 250 Kilometer. Mhm. Ich war 16 und dann habe ich erstmal, war ich natürlich stinksauer, ich habe halt erstmal 2 Wochen nichts gemacht und aber ich bin ein sturer Hund und da habe ich mir gedacht, ja, jetzt rufst du mal den Studenten an und dann war ich halt da in Essen-Werden und dann bin ich aber relativ schnell rein und das nächste Mal, als ich den Malte dann gesehen habe, das war gar nicht ein halbes Jahr später, sondern ich glaube 3 oder 4 Monate später und das war auf einem Kurs in Bochum. Ich hatte damals Kontakte zur Bochumer Musikschule und also ich komme nicht aus Bochum, ich habe da aber Zivi gemacht später. Und da hat er einen Kurs gemacht und hat mich durchgecheckt oder hat sich das mal kurz 10 Minuten angeguckt und meinte dann, hey, das ist super. Also nicht, wie ich gespielt habe, das war natürlich noch Crap. Aber er hat gemerkt, dass ich arbeiten kann. Und ich würde für mich behaupten, dass ich das kann. Also deshalb, mein Gott, ich komme vom Bauernhof, da war das irgendwie normal. Das machst du jetzt und das machst du einfach mal und das machst du jetzt jeden Tag stundenlang und fertig. Also da habe ich überhaupt keine Fragen gestellt. Sondern das hat ihm wohl gefallen und dann und so hat sich das halt alles entwickelt, ja. Und dann hat er mich 3 Jahre lang auf das Studium vorbereitet. Übrigens unentgeltlich. Und ja, das hat er auch. Genau, das hat er ja immer quasi schon als Teil des Studiums gesehen. Ja. Ja. Das wissen viele vielleicht auch nicht. Ja. Das gehörte, im Prinzip gehörte das für ihn so zusammen. Genau. Und das war was ganz Besonderes, finde ich, weil ich war ja, wir kennen das ja auch von allen anderen berühmten Trompetern, man fährt da hin und ja, mal ein bisschen Crescendo, mal ein bisschen hier, 120 Mark, so war das halt damals. Und das war bei ihm halt was ganz anderes, sondern es ging halt sofort ans Eingemachte, es ging sofort sehr tief und er hat sehr langfristig gedacht, er hat ganzheitlich gedacht. Und das ist eben auch was, was man vielleicht als 16-Jähriger so noch nicht beurteilen kann, aber in der Retrospektive ist es natürlich ein Geschenk, weil das natürlich auch allen Vorurteilen, die viele vielleicht gegenüber dem Malte haben, die ihn vielleicht noch in den 80ern und 90ern kennengelernt haben, mittlerweile ist er ja auch ein bisschen ruhiger und altersmilde geworden, ja, wenn man das mal so sagen darf. So habe ich ihn halt überhaupt nicht kennengelernt. Also das war halt eher, es war einfach sehr fürsorglich. Und man hat halt gemerkt, du kannst dich auf den Mann verlassen. Das war halt einfach, ja, das war eine gewisse Loyalität, das war eine Verlässlichkeit. Und ja, der hat halt einfach Wort gehalten. Ne? Das war kein Dummlaberer, der mir irgendwie die ganze Zeit irgendwie... ja, irgendwie Honig ums Maul schmiert, sondern der ist halt wirklich da rein, wo es wehgetan hat und wer dann dabei geblieben ist, ist halt belohnt worden und alle anderen, die dann nicht dabei geblieben sind, zumindest ist das so im Nachhinein meine Empfindung, deswegen ja auch seine harte Gangart, die halten das eh nicht durch, dieses Geschäft. Das ist ja, glaube ich, bis heute noch sein Credo. Richtig. Sehe ich teilweise ein bisschen anders mittlerweile, aber im Prinzip gebe ich ihm recht, weil das Geschäft ist einfach bretthart und das Interessante ist ja aus der heutigen Sicht, und das merke ich ja bei dem, was wir jetzt in den letzten 20, 25 Jahren alles gemacht haben, es geht ja heute gar nicht mehr ums Trompetespielen. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass du dein Shit gebacken kriegst. Ja, aber mich fragt keine Sau, wenn ich auf irgendeinem Festival vor Tausenden von Leuten spiele und mir irgendwie die Scheinwerfer in die Fresse scheinen und ich schwitze wie ein Schwein und es mir kacke geht, weil ich irgendwie vorher nichts gegessen habe, ob die Trompete jetzt funktioniert. Da fragt mich keiner nach. Ja, genau. So, und das geht ja allen Musikern so. Also vielen wird ja immer vorgegaukelt, hey, yeah, und du stehst auf der Bühne und es ist das geilste Gefühl überhaupt und so. Ja, das kommt auch vor, aber eben nicht nur. Und die Frage ist halt, was passiert, wenn es eben nicht so ist. Ja. Naja, also da greife ich mal ein bisschen ein. Hast jetzt ein bisschen, das sehr viel erzählt. Aber das sagt schon wahnsinnig viel über den Malte aus und die Erfahrungen, die ich mit ihm gemacht habe, die sind dieselben. Also er ist knallhart in der Analyse. Er sagt, was Sache ist und gleichzeitig hilft er dir aber auch, indem er sagt, was Sache ist und du weißt dann ganz genau, woran du arbeiten musst. Und aber arbeiten musst du selber
Und er gibt dir die Lösung, und aber den Weg musst du selber gehen. Und das hat er ja bei dir auch gemacht. Er hat gesagt, so und so schaut's aus, junger Kerl. Komm mal von deinem hohen Ross runter. Und wenn du gut arbeitest, hat er natürlich nicht so gesagt, aber hast du dann richtigerweise geschlussfolgert, dann schauen wir weiter, was dann aus deinem Weg wird. Und das hat er dann erkannt. Und so wie ich jetzt ihn auch beobachtet habe, die letzten Jahre und so, und er, das, da hat sich nichts geändert. Er will sehen, dass die Leute willens sind zu arbeiten, dass sie fähig sind zu arbeiten. Und dann ist er bereit, auch in die Leute zu investieren. Was viele auch nicht wissen, er hat vielen Leuten, die ich kennengelernt habe, nicht nur eine Chance gegeben, sondern 2 Chancen, 3 Chancen, 4 Chancen, um auf den Weg zu kommen. Also es ist, der Mann ist, was die menschliche Größe angeht, in dem Business, so wie ich das kennengelernt habe, unerreicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob das jetzt ein bisschen zu hoch gegriffen ist. Wir haben ihn ja auch komplett anders kennengelernt. Also wir haben beide Schicksalsschläge hinter uns. Bei dir war es ein bisschen früher, bei mir genau während des Studiums. Aber die Folgen dieser Geschichten, die haben ja uns unmittelbar betroffen, auch während der Studienzeit. Und was er da für uns gemacht hat und wie er für uns da war, das sucht seinesgleichen, wenn du mich fragst. Das sehe ich ganz genauso. Das kann man nicht hoch genug, das kann man einfach nicht hoch genug einschätzen. Das ist, dafür bin ich ihm auch ewig dankbar, ja. Weil das ist nämlich genau der Punkt. Du kannst jemanden 5000 Mal in den Arsch treten. Das ist aber gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, wenn du ihm Weg aufzeigst, und er kann das auch verstehen, quasi aus diesem Tief rauszukommen und ihm auch eine Hilfe bietest. Und zwar nicht nur in methodischer Hinsicht, in fachlicher Hinsicht, in technischer Hinsicht, sondern eben auch in psychologischer Hinsicht. Da geht es eben nicht um das amerikanische System, irgendwie, hey, sounds great, yeah, 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 positive Verstärkung, sondern wenn etwas im Arsch ist, dann muss man es erstmal benennen, um auch da rauskommen zu können, weil ansonsten ist es halt ein Selbstbetrug. Und das führt dann sehr schnell, das kann dann sehr schnell komplett ins Gegenteil führen, weil wenn du dann ein paar Jahre lang diesen Tiger nicht ins Auge siehst, dann frisst er dich halt dann spätestens mit Mitte 30 dann auf. Ja. So ist es. Und da kenne ich halt auch viele Beispiele, wo die Leute dann einfach in eine Krise schlittern und dann nicht wissen, was sie machen sollen, und dann ist halt Feierabend. Ja. So. Das, ich meine, da gibt es ja in der Blechbläserwelt unzählige Beispiele für. Ja, quasi tagtäglich. Ja. Haben wir damit zu tun, also eben ich zumindest. Der Gag ist ja, es geht uns ja teilweise genauso. Es ist ja nicht so, das Interessante an meiner Person ist vielleicht noch, dass ich wirklich einfach gar nicht spielen konnte. Also es ist ja absurd, dass ich Trompete gespielt habe. Ja? Heute kann ich das mit einem Lächeln sagen. Oder dass ich Trompete studieren wollte. Mich hätte niemand genommen, sagen wir ehrlich. Das ist, da war nichts. Also da war natürlich eine Leidenschaft da, da war eine Musikalität da, aber technisch war das eine Katastrophe. So. Ja, ich kann mich noch an deine Aufnahmeprüfung erinnern. Du hast ja in der Nacht zuvor bei mir gepennt, weil ich direkt hinterm Konz gewohnt habe. Ja, ich habe nicht gepennt. Ich habe auf so einer scheiß Isomatte gepennt. Ich glaube, 2 Stunden habe ich geschlafen. Ja. Und ich habe von draußen zugehört. In Raum 304 hast du vorgespielt. Habe ich schon gezittert, muss ich sagen, ja, wenn ich das gehört habe. Aber ist ja alles gut gegangen und hat sich ja dann auch ganz, ganz gut entwickelt. Oder entwickelt sich ja immer noch gut. Ja, das Interessante ist ja, und damit sind wir schon beim nächsten Thema. Ich meine, Methode und so können wir auch gleich noch viel zu sagen und so. Das ist natürlich etwas, was die Leute sehr interessiert. Aber ich finde andere Dinge viel interessanter. Und zwar die Tatsache, dass du in einem Studenten, den du bei dir studieren lässt, etwas siehst, was aus dem werden könnte. Und du ihm im Prinzip ein Sprungbrett lieferst für das, was er aus seinem Potenzial machen kann. Und dieses Potenzial ist halt eben nicht nur auf einer musikalischen oder auf einer trompeterischen Ebene zu sehen, sondern es ist auf einer ganz anderen Ebene zu sehen. Der Malte bringt ja immer diesen schönen Spruch, dass man hinterher Trompete spielen kann, ist ein schönes Nebenprodukt. Genau.
Und das ist eigentlich das Interessante, denn du kannst natürlich immer sagen, du schaffst das nicht, du bist zu schlecht und so. Und da gibt es ja tausend Beispiele für. Natürlich kann man sagen, du wirst kein Orchestertrompeter. Na klar. Wenn du mit 25 das und das und das noch nicht kannst, bist du raus. Das ist einfach so. Ja? Also vielleicht gibt es auch dann Ausnahmen, die dann in Ja, aber Entschuldigung, aber es hat nichts mit der Tatsache zu tun, dass du das nicht lernen kannst. Sondern das speziell ich beim Orchesterjob hat es damit zu tun, dass du, wenn du mit 30 noch keinen Job hast, Orchesterjob, dann kriegst du keine Einladungen mehr. Nur daran ja, geht's. Ja, klar. Ich sage ja auch gar nicht, dass man das nicht lernen kann. Dazu kommen wir gleich noch. Ich finde diese Zeitkomponente ganz wichtig. Man muss also schon realistisch sein. Ich kann jetzt nicht sagen, ich werde jetzt irgendwie der größte Jazz-Solist, wenn ich mit 20 noch überhaupt kein Solo spielen kann. Ich kann nicht sagen, ich werde Lead-Trompeter in einer High Big Band, wenn ich noch nicht mindestens irgendwie 5, 6, 7 Jahre Big Band-Erfahrung habe. Ja? Das meine ich damit. Also ja. Man muss schon irgendwie das Ganze in Relation setzen. Worauf ich aber hinaus will, ist, ich wusste zum Beispiel gar nicht, ich wollte immer irgendwie Trompete spielen, ich wollte Musik machen, aber ich wollte nie Orchestertrompeter werden. Also ich habe mir das dann in den Kopf gesetzt, weil das alle anderen gemacht haben, habe dann aber sehr schnell gemerkt, das macht überhaupt keinen Sinn. Das bin ich überhaupt nicht. Und ich musste im Studium erstmal meinen eigenen Weg suchen, was ich überhaupt machen will. Und dass, dass das jemand zulässt, würden einige sagen, das kannst du doch nicht machen. Ja. Ich sage aber, doch, das kannst du machen, wenn du verstanden hast, wenn du empathisch verstanden hast, was das für ein Typ ist und dass dir das jetzt quasi erstmal Schritt 1 ist und man weiß noch gar nicht, was Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4 sein könnte. Ja? Genau. Ja, also das Fantastische bei Malte ist, er sieht dich als ganzen Menschen. Und er sieht dich nicht nur als Trompeter oder Musiker und schaut nicht auf das, was er aus dir trompeterisch machen kann, um viel Ruhm einzuheimsen in der Szene. Ja, ich habe wieder wen ins Orchester gebracht oder der und der ist Solist geworden und so und nur wegen mir, sondern er will uns junge Menschen, also damals junge Menschen, einfach einen Nährboden geben, auf dem wir unsere Fähigkeiten entwickeln können. Welche Fähigkeiten das auch immer sind, das ist völlig egal. Ich habe ihn mal gar nicht so lange her nach seinen talentiertesten Schülern gefragt. Und da hat er kurz überlegt und hat gesagt, ja, die spielen eigentlich gar nicht mehr Trompete. Genau. Einer davon kenne ich, da habe ich nämlich die Piccolo-Trompete von gekauft. Ja, einer ist Hubschrauberpilot und so weiter und so fort. Also ein anderes Beispiel noch, ein ehemaliger Musikschüler von mir, der hat tatsächlich auch die Aufnahmeprüfung bei Malte geschafft. 1,0 Abitur, also ein wahnsinnig heller Kopf. Und nach einem Jahr hat er die Zusage in Mainz für ein Medizinstudium bekommen. Mhm. Und der Alex hat mich dann angerufen und war völlig verzweifelt. Ja, was soll er denn machen und was soll er dem Malte sagen und so, dass er das Studium abbricht. Ja, und das Ende vom Lied war, dass der Malte gesagt hat, ja, er macht das unbedingt, auf jeden Fall. Und wenn du zu mir zum Unterricht kommen willst oder wenn du Hilfe brauchst, dann komm einfach zu mir. Ja, und das ist der Malte, der sieht einfach viel mehr in den Menschen als nur das Trompetespielen. Und ich weiß nicht, ob andere Lehrer irgendwie ähnlich denken. Ich kenne auch ein, zwei andere Beispiele, die mir begegnet sind, aber die kommen aus einem ganz anderen Bereich. Was ich auch sehr interessant fand, also der Ed Partika tickt ein bisschen ähnlich. Und hatte auch eine unglaubliche Motivationskraft, fand ich zum Beispiel, hat mich zum Schreiben motiviert, angeregt, ja, in einem Alter, wo andere gesagt hätten, ach, du bist zu alt, macht doch keinen Sinn. So. Ende vom Lied ist, schreib jetzt einfach seit 15 Jahren Musik. Und das wird eigentlich immer besser, ja. Und ich hätte mich vorher nie getraut, weil ich immer dachte, dafür bin ich zu alt. Oder das kann ich doch nicht. Oder ich habe zu wenig Ahnung von Harmonielehre und so, ja. Und da sehe ich so eine Parallele. Ja, definitiv. Und da fällt mir immer ein wunderschönes Beispiel ein. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aus dem Frankfurter Zoo mit dem Vogelkäfig. Nee. Es ist eine wahre Geschichte. Im Frankfurter Zoo sollte das Vogelkäfiggehege renoviert werden. Und großer Aufschrei in der Stadt, ja, da fliegen ja die Raubvögel in die Stadt und greifen die Menschen an und fressen alles Mögliche weg.
Und das Ende vom Lied war, es ist gar nichts passiert. Die Wärter haben den Zaun abgerissen vom Vogelkäfig. Kein Vogel ist rausgeflogen. Alle sind noch wie immer im Kreis geflogen. Mhm. Und die haben den Zaun wieder aufgebaut. Fertig. Ja, und in dieser Gedankenwelt sind wir auch oft und auch, ich würde mal sagen, fast alle Menschen und nur die allerwenigsten Leute schaffen das, einfach mal ihre Gedankenmuster zu durchbrechen und einfach mal zu schauen, was wirklich hinterm Horizont ist. Und der Malte, der ermutigt einen, über die Grenzen zu gehen und zu schauen. Und das ist einfach fantastisch, welche Philosophie er auch versucht, den Leuten mitzugeben, was mehr oder weniger auf fruchtbaren Boden fällt natürlich. Aber wenn man mal verstanden hat, wie er denkt und wie er diese ganze Methode entwickelt hat und so, dann ist das eigentlich mehr Philosophie wie Trompete spielen oder irgendwas anderes. Ja, klar. Das Interessante ist ja, dass ich genau diese Denkweise, die benutze ich heute oft auch in ganz vielen anderen Bereichen. Also ich habe zum Beispiel in einigen Bereichen eine Elendsgeduld. Die ist es eigentlich schon krank. Und einige Leute denken, wie kannst du das machen? Wie kannst du so beharrlich sein und da jeden Mittwoch ein Video veröffentlichen? Das ist doch so viel Arbeit und das macht doch überhaupt keinen Sinn und das interessiert doch keine Sau. Das sind alles Sachen, die ich mir vor 2 Jahren angehört habe. Oder noch vor 1,5 Jahren, oh ja, aber YouTube-Kanal, aber ja gut, da sind 200 Abonnenten, was willst du denn damit? Hm. Ja, jetzt sind 2000. Ja, also das ist auch so eine Sache. Hat er aber oft zu mir gesagt, ja, wenn du nicht weißt, was funktioniert, die oder die Methode oder das und das, dann probier es aus und ja, dann siehst du das. Ja, genau. Ja, und einfach mal nicht von vornherein sagen, ach ja, klappt bestimmt nicht. Woher willst du das wissen? Ja, das ist, was ich auch immer interessant finde, dass viele immer sagen, ja, der Malte, der macht seine Methode, aber der kennt sich ja mit allen anderen Methoden überhaupt nicht aus. Das Gegenteil ist der Fall. Genau. Ist er der Einzige, der wirklich alle Methoden kennt. Richtig, ja? Richtig. Also der Mann ist nicht nur was Trompete spielen angeht, ein wandelndes Lexikon, sondern er weiß auch wirklich, was in jeder Trompete-Schule drinsteht. Er weiß, was im Arban steht, er weiß, was bei Farkas steht und bei Caruso und Colin, alle. Der kann fast wörtlich zitieren draus. Und abgesehen davon war er auch bei allen Lehrern zu seiner Zeit, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, die berühmt waren, die Kurse gegeben haben. Er ist durch die ganze Welt gefahren, also wirklich durch die ganze Welt, um sich zu informieren und auch um Hilfe einzuholen. Und keiner konnte ihm helfen. Ja. Also hat er sich selber geholfen. Ich glaube, das ist aber nochmal ein extra Podcast. Ich meine, vielleicht können wir den Malte dafür ja auch nochmal gewinnen. Obwohl ich da, glaube ich, naja, mal gucken. Ich habe einfach keinen Bock. Aber weil ich finde, diese Geschichte, wie er die Methode entwickelt hat, das ist mit das Spannendste überhaupt. Ja, absolut. Aber das ist, ich glaube, da greifen wir jetzt zu weit in seine Biografie ein. Ich meine, das macht eher Sinn, dass er es selbst erzählt. Ja, aber das ist ja auch dieser Denkweise geschuldet, die wir ja schon ein bisschen versucht haben, irgendwie rauszuarbeiten. Also das ist, er hat sich dadurch nichts einschränken lassen oder durch keine Grenzen irgendwie einschränken lassen. Also er hat einfach mal gemacht. Ja, er hat selber gesagt, er hat nicht gewusst, wo er rauskommt, als er damit angefangen hat. Er hat auch gesagt, es hätte genauso irgendwie im Sand verlaufen können. Hat er einfach nicht gewusst. Er hat es einfach gemacht. Ja, der hat aber den Braten gerochen. Und das ist halt, also in der Theorie hat er sich das alles ganz genau überlegt, klar. Aber ob es funktioniert, das wusste er nicht. Ja, aber er hätte trotzdem die an Schwachsinn grenzende Sturheit, das einfach durchzuziehen. Und das ist halt der entscheidende Punkt. Und das steckt halt hinter dieser ganzen Philosophie. Da steckt der Wille und nicht das Können. Es steckt einfach, und so ist es ja auch ganz oft, die Leute, die es wirklich irgendwo schaffen, natürlich brauchen die ein Talent, natürlich brauchen die ein Grundtalent, ohne geht's nicht. Aber die brauchen vor allen Dingen den Willen, das zu tun oder auch dahin zu gehen, wo es halt weh tut und darüber hinaus. Richtig, und wenn du den Willen nicht hast, dann kannst du es eh haken. Ja? Also ich glaube auch nicht, dass alle berühmten Solisten, die wir kennen und schätzen und lieben und so, die haben sich auch alle den Arsch wund geübt und die wissen auch all, die wissen ganz genau, was Sache ist. Aber ich glaube, es ist ein Riesenunterschied, weil
diejenigen, von denen wir jetzt da sprechen, die konnten halt alle schon spielen wie das Messer, als die 18, 19 waren. Und das darf man einfach überhaupt nicht vergleichen. Wir kennen ja teilweise auch dann Kollegen oder Jungstudenten, Studenten, die damals dann in Köln mit uns studiert haben oder angefangen, die waren dann irgendwie 15, 16 und haben es blau vom Himmel gespielt. Und da war mir völlig klar, ich muss einen anderen Weg gehen, so funktioniert das nicht. Ja, also weil das ist, oder was weiß ich, oder nimm den Till. Also Till Brönner, du kannst mit, was willst du dich mit solchen Leuten vergleichen? Das macht ja keinen Sinn. Du musst dann schon für dich selbst irgendwie einen Vergleich anlegen, also wie du in der Vergangenheit warst. Ja. Natürlich inspirieren dich diese Leute, aber ich meine, weißt du, du musst halt versuchen, mit deinen Möglichkeiten das Beste draus zu machen. Und wenn du dich mit Leuten vergleichst, die in Obelix-Topf reingefallen sind, dann ist halt eh vorbei, ja. Ja klar, das ist halt eine ganz wichtige Erkenntnis, die man erst kriegen muss. Und ich würde mal sagen, die Erkenntnis ist bei mir, ich glaube, erst vor 10 Jahren gereift. Also im Studium, da bist du mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Da irgendwie, das ist ein neues Leben. Du kommst aus dem Dorf und dann landest du in der Stadt und dann studierst du und du fühlst dich natürlich unbesiegbar. Und das Leben ist einfach ganz anders. Und worum es eigentlich gegangen ist beim Malte, das sind wir ja auch erst spät draufgekommen. Also ich behaupte, dass ich persönlich sehr spät erst draufgekommen bin. Und wenn ich so meine Kollegen beobachte, mit denen ich viel zu tun habe, die ich noch aus dem Studium kenne oder die auch bei Malte waren, bei denen ist das auch so. Also die eigentliche Reife, die kommt erst nach dem Studium oder weit nach dem Studium. Aber das, was der Malte eben macht, ist, dass er in uns einen Samen gelegt hat, der im Laufe der Zeit aufgeht. Und ich kenne viele Leute, bei denen ist, sobald sie mit dem Studium aufhören, schon wieder Feierabend. Da geht es dann nur noch bergab. Dann kriegen sie gerade so noch eine Orchesterstelle. Und dann Mitte, wenn sie Glück haben, dann kommen sie einigermaßen bis zur Rente. Aber für viele ist da mit 30, 40 ist dann schon irgendwie eher Feierabend. Und da kenne ich jetzt keinen, der bei Malte war, bei dem das irgendwie so verlaufen ist. Ja, kann sein. Da bin ich jetzt nicht so drin im Thema. Aber was ich sagen kann, ist, dass diese Weiterentwicklung jetzt nicht nur auf einer trompeterischen Ebene, sondern auch halt auf anderen Ebenen, die damit zusammenhängen, die liegt mir zum Beispiel sehr am Herzen oder die finde ich sehr interessant. Weil es ist ja hinterher so, und das verstehen die meisten, die Trompete studieren, ja gar nicht. Du hast ja hinterher ein Leben, wo du nicht 3 Stunden am Tag Trompete üben kannst. Jo. Also es gibt Leute, die das können. Die haben dann irgendwie geerbt oder keine Ahnung, oder sind Nerds. Okay, das geht. Es geht immer, wenn man Prioritäten setzt. Aber ich sag mal so, wenn man irgendwie sein Geld verdienen muss als Musiker, wenn man irgendwie sich organisieren muss, dann wird es sehr, 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 sehr schwierig, das so hinzukriegen. Weil für 3 Stunden üben brauchst du de facto 5 Stunden Zeit. Wenn es reicht. Also ein halber Tag auf jeden Fall. Ja. Du brauchst einen halben Tag frei. Ja, genau. Mit Pausen, mit allem Schnick und Schnack. Ja, ich meine, wir können den Leuten ja mal erzählen, wie wir damals geübt haben. Ich dachte immer, ja, cool, das. Ich habe damals, als der Joachim Ulrich, ich glaube, der leitet mittlerweile die Kölner Musikhochschule, die Jazzabteilung, vielleicht ist er aber auch schon in Rente, das weiß ich gar nicht. Der meinte, ihr werdet nie wieder so viel Zeit haben zum Üben wie jetzt. Und da hat er recht gehabt. Richtig. Weil wir haben damals geübt, vielleicht möchtest du einfach mal anfangen. Wann ging es los? Um 7 ging es los. Ich bin um 7 ins Konz rübergewackelt. Da gab es die Schlüssel für die Überräume und dann erstmal 2 Stunden ohne Instrument geübt, dann 1 Stunde Frühstückspause. Und ab 10 ging es dann mit dem Instrument los. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich zusammengebracht habe. Aber es waren bei mir gar nicht so viele Stunden, weil ich einfach nicht so lange üben konnte. Ich habe es ein paar Mal probiert mit wirklich sehr, sehr viel Üben. Das habe ich, ja, keine Woche durchgehalten, da war Feierabend. Und das ist auch so ein Prozess, den ich durchmachen musste, um einfach das richtige Übemaß zu finden, richtige Taktik. Aber zurück zum Thema. Ja, wir haben halt einfach geübt wie blöd. Warte mal, es ging ja noch weiter. Also wir haben dann geübt von 10 bis ungefähr 12 oder bis 1, solange die Räume frei waren. Genau.
Zwischendurch hatte man vielleicht auch nochmal eine Vorlesung oder zwischendurch hat man auch dann irgendwie Klavier geübt. Aber im Prinzip war das ein Übblock von 7 bis 1. Pi mal Daumen. So, und dann hatte man nochmal einen Übblock von, ich würde mal sagen, 18 bis 22 Uhr. Ja, das war ein Zeitfenster. Und ich habe da meistens noch so 2,5 Stunden gemacht und habe dann noch eine Stunde Jazz hinten dran gehangen, weil ich das ja unbedingt machen wollte. So. Also im Prinzip völlig geisteskrank, ja. Also, ja, also aus heutiger Sicht, mit unseren heutigen Erfahrungen einfach völlig ohne Effekt. Also das kann ich jetzt für mich behaupten. Es hat schon was gebracht. Natürlich die tagtägliche Beschäftigung mit der ganzen Materie. Aber das macht auch nur nicht jeder durch. Also ich finde das jetzt auch im Nachhinein nicht dramatisch. Natürlich kann man immer sagen, ja, hätte man die Zeit besser genutzt und so. Aber das war halt einfach damals so. Wir waren damals in dem Alter und das haben alle so gemacht. Und ich habe da nicht viel drüber nachgedacht. Also ich habe mich dann schon zwischendurch gewundert, ja, könnte ein bisschen besser gehen oder wieso geht nichts weiter. Aber das lag an ganz anderen Sachen. Ja. Naja, klar. Also klar, keine Frage. Also. Ich meine, dein Übelpensum sah ja auch so aus wie meins. Also du bist ja auch vorm Spiegel gehangen und hast deine Sachen gemacht und dann. Naja, klar. Und ich habe auch meine Kräfte oft maßlos überschätzt. Also ich habe dann auch, ich glaube, abends 1,5 Stunden, die ich da noch geübt habe, da war ich auch nicht mehr konzentriert, da war ich einfach kaputt. Ja, klar. Aber das ist alles, gehört alles zum Lernprozess dazu. Aber trotzdem ist es ja trotzdem eine Zeit, wo man unglaublich viel Erfahrung austauscht und wo man unglaublich viel Wissen auch austauscht. Und man ist ja auch wie ein Schwamm, man saugt ja alles auf. Man kann sich natürlich in der Zeit wahnsinnig gut Dinge merken. Und heute ist es halt so, dass man teilweise viel weniger Austausch hat, weil man so in seinem stillen Kämmerlein vor sich hin arbeitet und macht und tut. Man kriegt natürlich heute, also ist jetzt mal ganz im Ernst, also wenn ich mir heute meinen Arbeitstag angucke, was ich teilweise gebacken kriege, im Vergleich von vor 25 Jahren, also da hätte ich vor 25 Jahren, wenn mir das einer gesagt hätte, hätte ich gesagt, hä, wie geht das denn? Wie macht der das denn? Ja. Der unterrichtet 2 Stunden, dann übt er irgendwie 1,5 Stunden, dann schreibt er 3 Stunden Musik, dann schneidet er noch ein Video, dann macht er 2 Stunden Booking, dann ist dies, dann ist jenes, zwischendurch wird noch ein Podcast aufgenommen, dann geht's einkaufen, zwischendurch wird Sport gemacht. Also das ist ja, ne? Also da, als 22-Jähriger hätte man gedacht, wie geht denn das? Also, ja. Also wie leistungsfähig man heute auch ist im Vergleich zu früher, das finde ich schon immer wieder beeindruckend. Das muss ich mir immer wieder auch mal vorbeten, weil ich denke dann oft am Ende des Tages, ach, hast du heute irgendwie nichts gebacken gekriegt. Oder irgendwie, ah, oh, war heute so ein Tag da irgendwie, ich brauche immer so ein Tag muss irgendwie immer so einen kreativen Teil haben, sonst fühle ich mich total weißt du, so. Wenn ich so 10 Stunden unterrichtet habe, dann habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass ich für mich was gemacht habe. Du weißt, was ich meine. Ja, klar. Also klar. Im Studium haben wir ja eigentlich nur für uns gearbeitet und eigentlich viel Spaß gehabt irgendwie. Und aus heutiger Sicht, das ist irgendwie eigentlich absurd, was wir da gemacht haben. Naja, es ist halt, ich meine, es geht halt auch wahnsinnig schnell vorbei. Ne? Damals war das halt, man dachte, es ist eine lange Zeit, aber ich meine, wie schnell sind heute 4 Jahre rum? Also, aber gut, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht klingen wie alte Männer. Wir sind alte Männer. Nein, sind wir nicht. Quatsch. Nein. Nein, natürlich nicht. Nein, aber um vielleicht noch mal ein bisschen zum Thema zurückzukommen. Das, was ich beim Malte immer geil fand, war, dass, also ich habe ihm gesagt, ey, ich weiß gar nicht, ich habe irgendwie keinen Bock mehr auf Klassik. Also ich will eigentlich schon die ganze Zeit Jazz machen und so. Und sagte, mach doch Jazz. Und irgendwie, aber das ganze Trompetergehabe geht mir auf den Sack und so. Ich will irgendwie Musik machen und so. Ich will schreiben. Ja, schreib doch. Genau. Weißt du, also das war, ich hatte da jetzt keine Vorgaben zu erfüllen. Boah, ich habe keinen Bock auf Heidenkonzert. Ja, dann lass doch. So. Ja, vor allem, es gibt ja so viele Möglichkeiten, wenn man ein bisschen nachdenkt und ein bisschen schaut und wenn man ein bisschen in sich reinhört, auf was habe ich Bock, was interessiert uns und ich meine, was haben wir damals im Studium zusammen gemacht? Das ist ja
Das Piccolo-Duett ist ja ein Resultat unserer Studienzeit. Ja, wir haben jeden Tag haben wir Piccolo gespielt zusammen. So ist es. Das, die ganzen roten Hefte, rauf und runter. So und dann ist es. Irgendwann haben wir beide Bock auf Jazz gehabt. Dann haben wir Jazz gespielt. Dann haben wir Big Band-Sachen gespielt. Ja, da hat uns keiner eingeschränkt. Ja, unsere mangelnden Fähigkeiten haben uns eingeschränkt, aber das war das Einzige. Ja, klar. Das ist, man hatte halt einfach Raum, sich zu entfalten oder Dinge auszuprobieren, von denen dann vielleicht die Koryphäen in dem jeweiligen Genre vielleicht gesagt hätten, oh, bist du zu alt oder geht nicht oder so, weißt du? Aber das ist, also ich bin da heute, es gibt ja echt diese zwei Lager. Also die einen, die dann sagen, ja, du musst das und das können, um dann das und das zu erreichen. Aber ich sage heute, hey, es gibt auch immer noch den anderen Weg. Du kannst dein eigenes Ding machen. Und das steht halt in keiner Studienordnung. Ja, ich sehe das nochmal ein bisschen anders. Natürlich wird irgendwie von der Gesellschaft erwartet, Leistung zu bringen. Und ja, du musst so früh wie möglich deinen Weg finden und deine Bestimmung. Und dann kannst du durchstarten und dann geht das immer bergauf. Und dann wirst du der Crack auf dem und dem Spezialgebiet. Kann sein, dass es für Einzelne so funktioniert. Also meine Ansicht mittlerweile ist, das versuche ich auch meinen Schülern zu vermitteln, ihr müsst zufrieden mit euch sein. Ihr müsst es schaffen, mit euren Fähigkeiten zu leben, eure Stärken und Schwächen, die Stärken zu verstärken, die Schwächen auszugleichen. Aber akzeptiert euch so, wie ihr seid und versucht, ein glückliches Leben zu führen. Hört sich ein bisschen pathetisch an, aber nur wenn man das findet, was einem Spaß macht, dann geht es einem auch gut. Und es kann nicht immer um Leistung gehen. Es darf nicht immer um Leistung gehen. Nee, du hast es eben vielleicht missverstanden. Davon habe ich mich dann irgendwann auch bewusst verabschiedet. Also von diesem ganzen Leistungsgedanken, von diesem Wettbewerb. Ich habe dich schon richtig verstanden. Das ist nur mein eigener Aspekt, ja, den ich damit einbringen wollte. Okay. Aber was wir den Leuten mitgeben können, ist, wenn ihr Interesse habt, den Malte kennenzulernen oder euch mit der Methode zu beschäftigen, macht das auf jeden Fall. Es ist nicht nur das Trompetespielen, es geht um so viele andere Sachen. Vor allem geht es um die Persönlichkeit jedes Einzelnen und was man daraus macht. Aber das hat eigentlich auch nichts mit dem Trompetespielen zu tun. Es betrifft so viele Lebensbereiche und das durchdringt, wie der Malte auch schon sagt, das komplette Denken in jeglicher Hinsicht und hilft auch in jeglicher Hinsicht weiter. Ja, das ist dann halt einfach diese ganzheitliche Geschichte und es ist vor allen Dingen das in den Spiegel gucken, im Prinzip sich zu kennen und das zu akzeptieren und dann mit dem, was man da sieht und was man erkannt hat, das Beste daraus zu machen. Ganz genau. Und das ist halt das Ding, ja. Und alles andere ist halt, ich rede jetzt nicht von anderen Methoden, sondern ich rede jetzt einfach von der Denkweise. Alles andere ist halt so ein bisschen Lesen im Kaffeesatz. Ganz genau. Weil du die Leute nicht da abholst, wo sie sind. Und das ist halt der springende Punkt. Ja? Das schafft kein anderer wie der Malte. Also er hat so eine unglaubliche Menschenkenntnis und Empathie. Er erwischt dich immer richtig, ob du das willst oder nicht. Manchmal aus deiner Sicht auf dem falschen Fuß, aber eigentlich ist es ganz genau richtig. Also ich kann mich da an eine Geschichte erinnern, da war ich 16, 17, keine Ahnung, bin ich nach Mainz gefahren, 4 Stunden und habe gedacht, ich habe gut geübt, wollte ihm was vorspielen und dann war ich nach einer Viertelstunde wieder draußen. Die Storys gibt es ja auch von anderen sehr berühmten Kollegen. Ja, die haben es irgendwie nach 5 Minuten schon geschafft, wieder nach Hause zu fahren. Ich habe ein bisschen länger durchgehalten. Ich habe mich versucht zu wehren. Ich habe versucht, ihm das Gegenteil zu beweisen, was natürlich hervorragend nicht geklappt hat. Mhm. Aber das war eine extrem wichtige Erfahrung für mich und das kam auch nie wieder vor. Ja, aber vielleicht sollten wir noch einen Punkt erwähnen, auch wenn es schon ein ziemlich langer Podcast ist, aber ich versuche jetzt mal so ein bisschen redaktionell einzugreifen, wie man so schön sagt. Macht es. Ich meine, der Malte war ja sehr umstritten und mittlerweile ist er, naja, ich würde mal sagen, durch alle Bereiche eigentlich im höchsten Maße anerkannt. Zumindest ist das mein Empfinden, auch wenn ich jetzt in dieser ganzen Trompeter-Szene jetzt teilweise nicht mehr so unterwegs bin, also im Lehrbereich jetzt. Ja, also zumindest kennt ihn jetzt jeder. Genau. Und es ist natürlich auch so, wenn du eine gewisse Zeit lang einfach mal da bist und hartnäckig irgendwie deinen Standpunkt vertrittst, dann wirst du natürlich auch gesehen.
Und das macht er jetzt schon seit 30 Jahren oder noch länger, 35 Jahren. Und aber was glaube ich für einige noch interessant ist, oder das, so ging es halt auch mir, dass diese Wahrnehmung, die wir da beim ersten Mal hatten, also das knallhart in den Spiegel schauen und hart aber herzlich dann sagen, was ist, das können halt viele nicht vertragen. Und da habe ich auch Verständnis für. Die Frage ist halt nur, wie man dann damit umgeht und ob man dann den Malte halt dafür dann verantwortlich macht oder halt vielleicht auch einfach die Situation oder die oder das Überfordertsein in dieser Situation, weil das ist ja auch so ein Aha-Moment. Ja. Weil wenn du dieses krasse Spiegeln eben nicht kriegst, passiert eben halt auch nichts. Ganz genau. Also erstens ist es schon eine Art Masche von Malte, irgendwie den Leuten einfach das knallhart an den Kopf zu sagen, was Sache ist. Und dann will er die Leute auch provozieren und aus der Reserve locken. Das ist, hat er auch gesagt, das will er unbedingt, so wie er es bei dir auch gemacht hat. Er will sehen, wie reagierst du jetzt? Ziehst du einen Schwanz ein und gehst nach Hause und weinst im Eck? Oder kommst du daher und sagst, ja, dem Arsch will ich zeigen? Und wie du vorhin auch schon gesagt hast, eine andere Chance hat man auch nicht in dem Job. Mir war relativ schnell klar, dass das so funktioniert. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich beim Malte funktioniere, wenn es okay ist, wenn ich in seiner Anwesenheit es schaffe, gute Arbeit abzuliefern, dann kann mir nichts passieren. Dann kann irgendein Dirigent daherkommen oder irgendein Kollege und mir versuchen, ans Bein zu pinkeln. Funktioniert nicht. Ah, das ist halt Abhärtung, ne? Das ist halt. Das ist schon eine gewisse Abhärtung, aber es gibt ehrliche Abhärtung und es gibt unehrliche Abhärtung. Und das, was der Malte mit uns macht, das ist gnadenlose Ehrlichkeit auf allen Ebenen. Ich würde es anders formulieren. Das ist das Einzige, was hilft. Ich würde es anders formulieren. Es gibt destruktive Abhärtung und es gibt konstruktive Abhärtung. Ja, so also was ich ganz oft erlebt habe, auch im Orchester, ist Destruktivität, auch von Kollegen. Das bringt natürlich nichts. Also wenn ich destruktive Kritik habe, dann kann ich mir die auch in Popo stecken. Das bringt nichts. Das bringt niemandem was. Immer, also wenn ich hart kritisiere, muss ich entweder wissen, wie es besser geht, oder ich muss zumindest in irgendeiner Form eine Unterstützung leisten, dass derjenige, den ich hart kritisiere, das anders hinkriegt. Ja. Aber wenn das nicht ausbleibt, wenn das ausbleibt, dann kann ich mir meine Kritik sparen. Richtig. Weil dann ist es keine Kritik, dann ist es einfach dumme Schwätzerei. Richtig. Und das ist ja, was ist, das sind so Sachen, wenn du dann von irgendwelchen Bandleadern oder Orchesterleitern oder sonst hörst, ja, spiel mal besser. Was soll ich damit anfangen? Ja. Spiel mal mit Ton. Oder lauter. Viel, 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 viel leiser. Ja. Das sind so Sachen, okay. Ja. Ja? Also, das meine ich. Und das habe ich halt auch schon oft erlebt, dass du dann irgendwo sitzt in einem großen Ensemble im Orchester und es kommt halt für irgendein armes Schwein eine destruktive Kritik. Und das zieht halt einfach das ganze Orchester mit runter. Und die ganze Stimmung geht in den Keller. Und vor allen Dingen, es hilft ja niemandem. Es hilft nur dem Ego desjenigen, der dann quasi da irgendwie rummotzt. Aber das ist ja nicht das. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute immer oder damals in den 80ern, 90ern, glaube ich, auch einfach missinterpretiert haben, dass es eben keine destruktive Kritik ist. Richtig. Ein Problem der Zeit war auch, dass er halt der Zeit wahnsinnig voraus war, mindestens 20, 30 Jahre. Also ich erlebe das jetzt an der jetzigen Studentengeneration, die ticken ganz anders. Die sind von vornherein einfach viel offener. Die schauen sich im Internet um, die schauen deine Videos an, die schauen sich alle Videos an, die sie erwischen können und versuchen sich da irgendwie eine Meinung zu bilden. Und ich habe auch unterrichte Leute, die bewusst nicht zu Leuten hingehen, wo sie wissen, da wird ein Schmarrn erzählt. Und die suchen sich dann die Professoren aus, wo sie ihre Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten ausleben können. Und das ist eine ganz andere Denkweise, Herangehensweise, wie zu unserer Zeit. Ja, da gab es nur Schwarz und Weiß. Und entweder du warst auf der Seite von Malte oder du warst dagegen. Dazwischen gab es ja gar nichts. Ja, das habe ich damals noch nicht verstanden. Ja, aber es war damals einfach so. Und dass es jetzt soweit ist, dass Malte anerkannt ist,
und von vielen Seiten mittlerweile geschätzt wird, die ihn damals bis aufs Blut bekämpft haben. Das zeugt einfach von seiner Qualität, von seinem Durchhalten und dass es einfach seine Berechtigung hat. Ja, klar. Ich meine, ich glaube, das Hauptproblem dieser ganzen Geschichte ist, dass es immer Leute angezogen hat, die halt dazu tendieren, sowieso schon so zu denken. Weißt du, was ich meine? Ja. Also das heißt, es hat halt oft Leute angezogen, die was ist, so sehr nach Schema F und okay, und jetzt muss ich das alles verstehen und analytisch und so. Und das ist natürlich für einen freien Musiker, der im Flow ist und komplett intuitiv handelt, also einfach ein ganz, ganz krasser Widerspruch, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Das ist halt das Ding. Und die Kunst ist halt, sich das zu bewahren oder erst das zu erlangen, wenn man das andere gelernt hat. Ganz genau. Ganz aber genau. Und das ist, ja, Entschuldigung. Nee, ich rede ruhig. Ja, und das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe, wieso Malte immer gegen andere ausgespielt wird oder mit anderen verglichen wird. Wieso nicht sowohl als auch? Das, was der Malte macht, ist, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Basis für alles andere. Wir können uns mit unseren Fähigkeiten aussuchen, was wir machen wollen. Ob wir jetzt Jazz machen wollen, Klassik, ob wir jetzt moderne Musik machen wollen oder Barock oder sonst irgendwas. Das ist uns überlassen. Der Malte hat uns die Fähigkeiten gegeben, uns auszuleben. Und da gibt es natürlich auch viele psychologische Aspekte und viel Mentaltraining wird ja auch gemacht. Und da habe ich auch schon von Professoren gehört, ja, aber das passt ja nicht mit Malte zusammen und so. Ja, natürlich passt es oft nicht zusammen, aber oft passt es auch zusammen. Ja, und durch die Schule von Malte sind wir in der Lage, einfach frei, selbstständig zu denken und selbst zu beurteilen, was jetzt passt und was nicht passt. Und es passen viel mehr Dinge zusammen, wo die Leute nicht glauben, dass es zusammenpasst, die sich mit der Sache nicht auseinandergesetzt haben. Ja, vor allen Dingen, ich finde es halt immer so wahnsinnig interessant. Ich bekomme ja heute noch täglich, also seitdem ich den YouTube-Kanal habe und mein Projekt da, ich bekomme ja täglich Anfragen und Fragen. Und ich finde es wirklich interessant, wie die meisten Trompeterinnen und Trompeter oder Blechbläser im Allgemeinen mit ihrem Instrument umgehen. Denn das ist wirklich ein mystisches Instrument, ja. Und anscheinend propagieren das einige auch so. Und da kommt das noch irgendwie her. Also das hält sich einfach ewig, dieses, ja, das, weißt du, du musst das und das machen, dann passiert das und das. Und es ist, aber da ist überhaupt keine Logik dahinter oft. Und ich kriege ganz oft Fragen gestellt, also fast täglich, wie kann ich meine Höhe verbessern? Wie kriege ich einen schönen Ton? Wie kann ich meine Ausdauer verbessern? Ja, das nennt man halt Trompete spielen lernen. Also ich meine, das ist halt, weißt du, genauso gut könnte ich fragen, irgendwie, wo ist der Heilige Gral? Das hängt dann alles miteinander zusammen. Und ich finde es halt immer interessant, jetzt sprießen ja auch viele Videokurse und Online-Kurse irgendwie aus dem Boden, was weiß ich, in 10 Wochen zum hohen Ton X und das ist alles, das kannst du alles so machen, das kann man auch irgendwie so anbieten, aber eigentlich auch nicht. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Naja. Das ist nur Verarschung eigentlich. Ja, das würde ich so nicht sagen. Also was ich jetzt gelernt habe, ist, man muss das schon sehr differenziert betrachten. Nur, es ist halt einfach unglaublich individuell und man muss gucken, wo derjenige ist, den man da gerade abholt. Man kann sowas halt nicht pauschal sagen. Und da liegt halt immer der Fehler. Ja? Natürlich kann ich mit einem Probanden X in einem 3-Monats-Programm bestimmte Dinge erreichen, wenn ich das forciere. Da braucht er aber bestimmte Voraussetzungen, die ein anderer dann überhaupt nicht hat. So, und deswegen habe ich zum Beispiel im Moment noch keinen Kurs angeboten, irgendwie Höhentraining oder das oder jenes, weil ich halt genau weiß, okay, ich muss halt dann eigentlich all das, was ich für einen schönen Ton brauche und was ich für Ausdauer brauche, also ich könnte im Prinzip einen Trompetenkurs machen, der nennt sich Ausdauer, der nennt sich Höhentraining, der nennt sich schöner Ton und es sind alles die gleichen Übungen. Mhm. Dankeschön. Ja, klar. Ja. Also ich muss nur wissen, wie ich da wann halt rangehe. Und das erfordert halt eine Beschäftigung mit einem Mindset, natürlich auch mit einem Toolset,
Und das muss ich mir halt erstmal irgendwie drauf schaffen. Und wenn ich das nicht habe, kann ich das auch überhaupt nicht beurteilen. Das heißt, die Leute wollen oft ich nenne es jetzt mal so metaphorisch, die wollen oft irgend so ein Produkt vergleichen, von dem sie überhaupt nicht, oder sie wollen irgendwie ein Haus bauen, ja, haben aber keine Ahnung, wie das Fundament aussieht. Ja, ja, ganz genau. Das ist schon mal das wichtigste Problem bei der ganzen Sache. Du musst dich tagtäglich mit der ganzen Sache auseinandersetzen und vor allem mit dir selber auseinandersetzen, um dich kennenzulernen, um das Instrument kennenzulernen, um überhaupt mal einen Weg einzuschlagen. Und das musst du durchhalten. Und durchhalten, das weißt du, das weiß ich, das bedeutet über Jahre. Und der erste Schritt ist natürlich erstmal über Monate das durchzuhalten. Und daran scheitert es ja schon bei den meisten. Und dann wollen sie aber von dir hören, ja, gib mir doch noch eine Übung für das und das und das. Das kannst du alles knicken. Die Leute müssen täglich üben, die müssen ihre Hausaufgaben machen und dann ergeben sich viele Sachen von selber. Und dann kommen sie, wenn sie ein bisschen mitdenken, ein bisschen mitfühlen, schon auf die richtigen Sachen. Und aber jede Diskussion darüber ist völlig müßig. Ja, ich meine, es gibt natürlich auch viele, die dann auf ein paar Sachen natürlich nicht kommen. Und es gibt natürlich auch, also klar, da muss man natürlich helfen. Aber nichtsdestotrotz, verstehen tust du die ganze Sache erst, nachdem du es gemacht hast. Richtig. Nicht vorher. Und das ist der Hauptfehler. Ja, man muss sich erstmal damit beschäftigen und danach muss man sich darüber Gedanken machen, wie das jetzt genau funktioniert. Diese Gedanken macht man sich natürlich auch vorher. Nur wenn man sich danach die Gedanken nochmal macht, kommt man zu ganz anderen Schlüssen. Ja, der Malte spricht dann immer von der Schatzsucher-Mentalität. Genau. Wir müssen irgendwo mal anfangen, ein Loch zu graben. Ja. Irgendwo. Und wenn wir was finden, was Brauchbares, dann ist gut. Und wenn wir nichts finden, dann gehen wir zum nächsten Loch weiter. Ja, und unser Job ist zum Glück jetzt nicht so risikobehaftet wie jetzt ein Chirurg oder wie ein Pilot, der vorher ganz genau wissen muss, was da als nächstes zu passieren hat. Sonst gibt es ein Unglück. Ja, und wir haben ja die große Chance, einfach mal auszuprobieren, einen Weg zu gehen und das auch mal durchzuziehen. Ja. Und diese Denkweise, die muss einem erstmal klar werden. Und ich kenne keinen, der das so vermitteln kann wie der Malte. Naja, muss man so zu sagen. Zumindest in unserem Business. Zumindest auch für diejenigen, die es halt auch nötig haben. Weil es gibt natürlich auch viele Leute, die es nicht nötig haben. Nee, ich glaube nicht. Die allerwenigsten haben es nicht nötig. Die meisten haben es nötig. Das mag ja sein, aber viele haben halt großen Erfolg, ohne dass sie darauf zurückgreifen müssen. Sagen wir es mal so. Das ist auch alles relativ. Das ist relativ. Ich meine, man muss einfach von einer anderen Ausgangssituation ausgehen. Die Regel ist eigentlich, dass es für einen Menschen ziemlich schwer ist, Trompete zu spielen, ein Blechblasinstrument zu spielen. Ja, aber wenn man andere Leute hört oder die Stars hört, dann glaubt man, ja, das muss das Leichteste auf der Welt sein. Nein, das ist die Ausnahme, dass es so leicht geht. Die Regel ist, dass es eigentlich schwer ist. Ja, natürlich. Ich bin doch komplett bei dir. Nur es gibt halt einfach Menschen, die so talentiert sind, dass sie halt alles von alleine irgendwie hinbekommen, intuitiv. Ja. So. Und diese Menschen, denen würde es vielleicht helfen, wenn sie das machen. Sie sind aber trotzdem nicht zwingend darauf angewiesen, richtig, dass sie methodisch so arbeiten, weil es halt auch so funktioniert. Das finde ich auch völlig okay. Was heißt okay? Ich finde das sogar geil. Weil das hat was komplett Mystisches. Ich hab keine Ahnung, wie James Morrison Trompete spielt. Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht, was der macht, damit das so geht. Natürlich weiß ich, wie das physikalisch funktionieren muss, damit es so geht. Und dass das quasi auf einer Ebene stattfinden muss, die weit über den Ebenen sind, die wir jemals erreichen können mit dieser Leichtigkeit. Richtig. Die Prinzipien sind aber die gleichen. Der hat ja die gleichen Sachen zur Verfügung. Nur, es ist halt scheißegal, solange der nur auftritt. Schwierig finde ich es nur, wenn der einem 15-Jährigen erklären soll, wie es halt richtig funktioniert und er überhaupt nicht weiß, was der 15-Jährige da gerade macht. Dann habe ich ein Problem damit. Das heißt aber nicht, richtig, dass der 15-Jährige nicht auf den Kurs gehen kann, sich inspirieren lassen kann und das total geil findet. Ja. Nur ich finde, da muss man halt immer genau gucken, okay, wie läuft das jetzt ab, weißt du? Ich meine, ich war auf einem James Morrison-Kurs und war schön. Das glaube ich. Ich war super gespielt. Echt geil.
Ja. Ja, da gibt's nichts. Ja. Ach, wir labern jetzt schon viel zu lang, ne? Echt? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir müssen mal einen Deckel drauf machen. Alles andere müssen wir dann irgendwie mal vertagen. Mhm. Weil ich glaube, das war jetzt der längste Podcast, den ich jetzt bisher gemacht habe. Wir wollten ja eigentlich nur eine Dreiviertelstunde machen. Es ist jetzt aber einfach doppelt so lang geworden. Nee, echt? Ja. Ich habe keinen Überblick. Ja. Ja. Und wir haben nur ein paar Themen ganz leicht angekratzt. Wir haben es nur leicht angekratzt. Aber liebe Leute, das war es erstmal. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Schosch, dass du da warst. Ja, gerne, sehr gerne. Besucht das Burba Brass Network, findet ihr im Internet. Ich blende das jetzt auch nochmal kurz ein. Und natürlich meine Seite Contemporary Brass Musik, den YouTube-Kanal gerne abonnieren. Lasst mir auch gerne ein Like da, wenn ihr unsere Arbeit hier unterstützen wollt. Und es gibt natürlich den CBM Club, wo ich euch persönlich betreue, und die Einzeltutorials, die ihr buchen könnt. Und mittlerweile gibt es natürlich auch die Bundles, kann ich nur sehr empfehlen. Und natürlich die Groove Trumpet. So, das war jetzt der Werbeblock, den keine Sau interessiert, weil man den ja immer erst am Schluss sagt. Ich muss sowas eigentlich immer mittendrin sagen, aber gut. Aber die Groove Trumpet ist wirklich zu empfehlen. Sehr geiles Heft. Dankeschön. Es klettert auch immer weiter hoch auf der Amazon-Bestsellerliste. Zu Recht. Zu Recht. Wahrscheinlich werde ich damit noch Millionär. Wegen mir gern. Ja, genau. Wenn die Leute jetzt wüssten, was ich an so einem Heft verdiene, dann muss ich schon eine Million verkaufen, dann werde ich Millionär. Wer weiß? Ja. Ja, genau. Okay, vielen Dank, das war's. Kommt gut rein, bleibt gesund und bis demnächst. Mach's gut. Alles klar, ciao. Ciao, ciao.